Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich bin richtig aufgeregt über die beiden Vorträge, die wir hier über die neue Situation in Nordrhein-Westfalen hören. Jetzt vor allen Dingen jetzt von Herrn Nisar. Und ich habe gelernt, wir Forstleute können unser Berufsbild heute spätestens begraben. Wir sind Smokejumper geworden, wir sind Feuerwehrleute geworden. Wir haben keine Chance mehr mit der klassischen Forstwirtschaft, die uns in diese Situation hineingebracht hat, in Zukunft weiterzumachen. Wir müssen nur noch ums Überleben kämpfen. Und Begriffe wie standortsgemäß, ja, dagegen habe ich immer schon jahrzehntelang gekämpft, standortsgemäß sind out. Es gibt keine standortsgemäßen Fichten. Obwohl im letzten Jahr noch gelehrt wurde in Göttingen, das ist erstens standortgemäß und zweitens der Brotbaum und drittens Fichte muss man wieder anpflanzen, man muss sie nur nicht so alt werden lassen. Das sind alles, ist Schnee von gestern. Also Herr Nisar, Glückwunsch. Die klassische Forstwirtschaft hat Ihnen und vielen anderen Brot geschaffen, weil wir nur noch kämpfen müssen ums Überleben der Forsten, der in der Struktur so angelegt war, dass er bei der ersten kritischen Situation in der Umwelt, also im Klima, in die Knie gehen musste. Das ist eine logische Konsequenz, das ist nicht die Ursache, aber wir haben einen Patienten herangezogen, der immer so gerade auf der Intensivstation noch am Leben gehalten wurde. Die Forsten, nicht die Wälder, die Forsten sind so disponibel gegenüber jeglichen Veränderungen, die normal sind, auch ohne CO2-Anstieg in der Natur über die letzten Zehntausende oder Millionen von Jahren, dass wir uns nicht wundern müssen. Also ich bin begeistert über sozusagen den Beweis, legt die klassische Forstwirtschaft weg. Es hat keinen Zweck, über Klimahöhlen zu reden, die über Baumarten spricht und nicht über Ökosysteme. Es hat überhaupt keinen Zweck, Prognosen zu machen für die Zukunft. Kehr zurück zur Anpassung an die Natur. Das heißt, lasst Natur sich anpassen. Denn wir können es nicht. Wir haben so viele verschiedene Zielsetzungen, finanzielle, ökologische, ästhetische oder sonstige, dass wir den Grundprozess der Anpassung, also den Grundprozess des Überlebens von Wäldern überhaupt nicht mehr zielgerichtet verfolgen können. Wir sind politische Manager geworden als Förster mit ökonomischem Auftrag. Und das kann die Natur nicht aushalten. Das wollte ich nochmal loswerden. Also ich bin ganz aufgeregt, wie Natur uns die Quittung zurzeit serviert für das, was wir immer nicht kapieren wollen. Also nun will ich noch mal ganz kurz ein bisschen in meinen eigentlichen Vortrag gehen. Egal, dann mache ich das so. Ich will ja auch die Forstwirtschaft, also die Forstwissenschaft nicht ignorieren. Und wir haben eine ganz hier von 2019 im August von einem der profiliertesten Waldbauprofessoren in Freiburg, also eine Äußerung zu der neuen Situation. Und er sagt, überraschen, ja, das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Obwohl sie vorher immer gesagt haben, das wissen wir alles. Ja, wir haben Prognosen, Szenarien. Leute, ihr Förster, wir wissen genau, wir haben die Modelle, die Baumer, der Waldentwicklungstyp. Wir haben alles im Griff. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr blöd. Also die Natur kann das nicht. Wir als Fakultät, wir wissen das. Baumarten, von denen wir bisher geglaubt haben, dass sie resistent sind, haben auf einmal deutliche Schäden. Ich meine, das sind die Baumarten, wo wir ihnen schon seit Jahrzehnten gesagt haben, die sind falsch. Aber es war ja gerechnet worden, dass sie keine Schäden kriegen. Gravierendsten Schäden sehen wir im Nadelholz. Totale Überraschung. Freiburg ist also in Ohnmacht gefallen. Nadelholz haben wir aber nicht gewusst. Hättet ihr uns doch mal sagen sollen, ihr Umweltschützer. Ne? Aber ihr habt ja immer so nur mit dem Peter Wohlleben, dem kann man ja gar nicht anhören. Das ist ja so ein Geschnulze. Man muss also in Zukunft andere Baumarten anbauen. Ja? Wunderbaumarten. Wir haben 120 verschiedene Baumarten in forstlichen Versuchsanstalten identifiziert mittlerweile. Australien, Südamerika, überall, Mittelmeerraum, das wird's, ja, Leute, die Wunderwaffe, ne? Oder Wunderbaumart, das kommt, kein Problem, wir bauen sie an. Man muss Wälder umbauen, man muss mehr Leute umsetzen, merken Sie was? Man muss machen, Natur kann man nicht mehr beachten, ja, wir machen. Und das ist genau das, was uns dahin geführt hat, was jetzt das Problem ist. Dagegen sagen Umweltverbände, NABU oder Greenpeace oder ich habe jetzt mal BUND, Leute, wir haben einen Paradigmenwechsel vor uns. Wir müssen total umsteuern, nicht nur so ein bisschen eine andere Baumart oder eine größere Maschine oder bessere Pestizide, sondern wir müssen schonender bewirtschaften. Das heißt, Natur muss sich wieder durchsetzen. Wir müssen ökologisch verträgliche Bewirtschaftung, das ist ein Riesenkomplex, den muss man dann natürlich operationalisieren. Und wir müssen
weniger drastische Eingriffe bei der Holzernte machen. Jeden Winter fallen Sie doch in Ohnmacht, wenn Sie in Ihren Staats- oder Kommunalwald gehen, wenn da die tiefen Furchen sind und die großen Maschinen brummen und Sie auf einmal alle Kronen freigestellt sehen. Und wir müssen den Waldboden beachten, dass wir ihn nicht ruinieren. Natürlich haben wir diese Situation, das habe ich gestern schon mal gezeigt, in Lübeck auch, wie gesagt, eine Kartierung der Natur. Wir sind nicht in Ohnmacht gefallen, wir haben gesagt, na gut, die hatten wir noch nicht entnommen, aber jetzt macht es die Natur. Und im Übrigen, gestern gab es ja eine tolle Argumentation, wenn wir also nicht so viel mehr ernten in Deutschland, ja, dann wird in Sibirien also jedes Jahr eine Fläche so groß wie, das hat ja Herr Schulze, ne, aus Jena, der berühmte Prophet, also eine Fläche so groß wie die Bundesrepublik kahlgeschlagen werden müssen, um das zu ersetzen, was wir dann nicht einschlagen und nicht exportieren. Jetzt, mit dem Fichtenholz, ja, da müssen die das sagen, die können das doch organisieren, das ist ja verwendbar, das Holz. Das ist ja gut verwendbar, das Holz, das ist sogar schon vorgetrocknet. Das kann man jetzt nach Sibirien fahren und wir können jedes Jahr Flächen von mehrfacher Bundesrepublik retten, indem wir das Holz, was wir hier nicht absetzen können, nach Sibirien fahren. Ja? Also so blödsinnig sind die Rechnungen, aber das würde stimmen. Ja? Wir geben denen das Holz, was wir hier nicht verwerten können, zurück und retten damit die sibirischen Wälder. Da sehen Sie, wie blödsinnig diese Berechnungen sind. Wenn wir hier ein Naturschutzgebiet von 1 oder 2% haben, dann geht Sibirien in die Knie. Also Wahnsinn. So sieht es in Deutschland aus, wenn man macht. Ja? Das ist das Ziel der deutschen Forstwirtschaft. Ne? Wir geben uns jetzt, wir machen entsprechende Versuchsfelder, wir pflanzen hier, sehen Sie ja wieder Kiefer, wir haben wahrscheinlich eine Provenienz, wir können auch Klone schaffen, die, von denen wir glauben, dass sie also nicht so abhängig sind von der Witterung und so weiter. Das ist Realität, ja, das ist Realität. Die stehen da in Brandenburg, das ist moderne Forstwirtschaft. Und dann bieten uns die Forstverwaltung, Sie haben das ja auch gesagt, wir haben Waldentwicklungstypen aus Baden-Württemberg sozusagen übernommen, nicht genau übernommen, aber die Idee. Also ich habe in Baden-Württemberg viel mit denen diskutiert über diese Waldentwicklungstypen. Wir haben auch einige rausgeschmissen in Baden-Württemberg, nicht diese reinen Fichtentypen und so, Sie kennen die Diskussion. Das klingt sehr gut, weil man sagt, ja, wir gucken mal, welcher Standort ist da, welcher Boden ist da, ne? Welche Pflanzen passen da gut hin oder Baumarten. Das ist auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir das mittlerweile gar nicht mehr so genau wissen, welcher Baum wohin kommt. Ich rede nie über Bäume, sondern nur über Waldökosysteme, aber hier ist es natürlich über Bäume transportiert. Aber was dann kommt ist, in einer großen Forstverwaltung muss man ja einheitlich handeln und dann ist man gezwungen. In Lübeck haben wir das nicht das Problem, wir können modifizieren und lernen und sofort reagieren. Aber in der großen Forstverwaltung muss man einfach Regeln vorgeben, damit man das anweisen und kontrollieren und verbessern kann. Und dann werden bestimmte Prozente der Baumartenanteile vorgegeben. In einem bestimmten Alter muss man so und so viel erreichen, damit man diesen Typ auch wirklich stabilisiert. Bestimmte Mischungsformen, bestimmte Strukturen. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes wieder als eine ökologisch gefärbte Vorschrift für die Natur, bestimmte Ziele, die wir setzen, zu erreichen. Das ist kein Fortschritt gegenüber dem, was sozusagen am Ende der Forsteinrichtungszeit hat einen anderen Term, den man erreichen muss. Das heißt, nee, ist egal, ja, also am Ende der Umtriebszeit muss dann ein bestimmtes Ziel erreicht werden. Dieses hier klingt gut, aber es ist dieselbe Strategie, dass wir der Natur vorschreiben, dass sie in bestimmten Zeiten bestimmte Strukturen, bestimmte Verhältnisse, bestimmte Alter erreichen muss. Und ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und habe den Waldbaupapier von 2016 aus dem Internet, das neue, das habe ich leider nicht rausgeholt, das ist wahrscheinlich ganz anders. Aber hier steht zum Beispiel auf Seite 35 für die Buchen, die Anzahl der Z-Bäume darf keinesfalls so hoch sein, also Zukunftszielbäume, dass dauerhaft Kronenschluss erreicht wird. Das heißt, die Buchen, die eine Schattbaum erst dürfen, niemals im Schatten stehen, sondern sie dürfen von der Seite her nie konkurrenziert werden. Und dann steht auf der nächsten Seite, das Umlichten dieser, bei der Lichtwuchsdurchforstung, das heißt Lichtwuchsdurchforstung, stellen wir vor, Lichtwuchsdurchforstung für eine Schattbaumart in Zeiten, wo Licht und Wärme das größte Problem für die Bäume sind. Da steht, man muss mindestens 2 bis 3 Eingriffe im Jahrzehnt machen,
um die Krone der Z-Bäume freizuhalten. Das heißt, etwa 30 Eingriffe in 100 Jahren. In Lübeck machen wir 3 Eingriffe in 100 Jahren. Denn genau das ist unser Problem. Die Buchen sind dadurch, dass sie so zielgerichtet umlichtet wurden, um einen Zuwachs zu generieren, der im Prinzip auch aber nicht kommt langfristig, sind sie ausgedünnt und der Boden ist heiß geworden und die Naturverjüngung kommt zu früh. Das heißt, die wächst dann von unten ihnen entgegen und dann sagt man, jetzt ist die Naturverjüngung da, jetzt kommen sie oben weg und dann haben sie wieder einen Hitzeraum. Also ich hoffe, dass die neue Richtlinie ganz anders ist. Nämlich, wir brauchen in Zukunft, sehen Sie, das waren diese Waldentwicklungstypen, da steht genau drin, was wir haben wollen. Und dann kommt sowas raus. Das ist zum Beispiel Baden-Württemberg Eiche. Ja? Eiche ist ja eine Lichtbaumart, die muss umlichtet werden. Das war vorher, ein Jahr vorher, ein ganz dichter Bestand. Und jetzt sieht er so aus. Sie können sich vorstellen, Sie sehen, die Eichen beasten sich jetzt schon von unten her, weil sie in Not sind. Und darunter vertrocknet ihnen die Eichennaturverjüngung, die in diesem Jahr unheimlich gut kommt. Ja, das ist moderne Forstwirtschaft nach Waldentwicklungstypen. So würde ein Wald heutzutage aussehen. Die Natur scheidet ja aus. Die stirbt ja nicht dadurch, dass sie so dicht steht, sondern einzelne Bäume würden sterben. Und wir als Förster, wir imitieren das sozusagen, indem wir einzelne Bäume dann ernten. Wir können sehr wohl ernten, aber auf jeden Fall nicht das Kronendach aufmachen. Dann kommt die Verdunstung, dann kommt eine Riesentranspiration und dann bleibt unten das Wasser über den Sommer nicht bestehen. Dann kommt die Verjüngung so, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Nur dann, wenn ein Alter ausscheidet, muss ein Neuer hin. Vorher nicht, keine Altersklassenwälder, kein sagen, wir müssen jetzt Verjüngungshiebe machen, sind alle drin in diesen Waldentwicklungstypen. Man muss keine Verjüngungshiebe machen, die Natur hat nie aufgehört sich verjüngen. Der Sex der Natur, haben wir bei den Käfern, ist so stark, dass da, also für die Verjüngung brauchen wir nicht zu sorgen. Die können wir höchstens behindern, damit sie nicht so stürmisch wird. Es gibt also mittlerweile ausreichende Untersuchungen. Hier nach Professor Hertle, aber der basiert auf einer anderen Untersuchung. Die Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit und damit Klimaempfindlichkeit in der jetzigen Situation ist straff korreliert mit dem Auflichten des Kronendaches, vor allen Dingen bei Buche als Schattbaumart. Sie sehen, die nimmt also drastisch zu. Das, was Sie links sehen, ist die klassische Buchenwirtschaft in Deutschland, die ist zum Tode verurteilt. Und die Referenzen, die Buche schafft das jetzt auch nicht. Ja? Dieses Diskutieren über einzelne Baumarten ist eine absolute Katastrophe, weil die Referenzen für, ob die Buche es schafft oder die Eiche oder der Ahorn, die Referenzen sind die Wirtschaftswälder der Vergangenheit bei uns, die Wirtschaftswälder der letzten 150 Jahre, da sind die preußischen Versuchsanstalten drin und dies und das und jenes. Das sind aber nicht die selbstorganisierten Waldökosysteme. Bei denen passiert natürlich auch was, klar, aber die sind besonders geeignet, sich anzupassen. Da sterben sie auch ab. Aber da stirbt nicht der Wald, sondern da stirbt ein einzelner Baum hier und da und dort. Und das ist die Chance, sich zu erneuern. Nächster Gedanke, ganz abseits davon, wenn die Buchen jetzt sterben, Sie haben ja diese Bilder gezeigt, die Buchen sterben auch natürlich am Südhang oder auf Kalk oder irgendetwas. Das ist der natürliche Anpassungsprozess und der ist willkommen. Also da müssen wir nicht panisch werden, sondern müssen sagen, soweit wir im Spektrum der heimischen Waldökosysteme sind, die das gelernt haben, miteinander umzugehen, die letzten 12.000 Jahre oder so, in dem Moment produzieren die jetzt wieder Anpassung. Die produzieren also Nachkommen, bei der Eiche haben wir das ja gesehen, dieses Jahr phänomenal. Ich weiß nicht, ob das schon so ein Phänomen der erhöhten Sonneneinstrahlung ist, wahrscheinlich schon. Also Anpassung mehr und andere Junge. Die Buche schafft das nicht, das stimmt überhaupt nicht. Die alte Buche, die ein bestimmtes Wurzelsystem hat, das nicht tief gegangen ist, weil sie genügend Wasser oben hatte, die alte Buche kriegt Probleme. Aber ihre Jungen, vielleicht pro Hektar schüttet sie aus, 100.000, 200.000 Junge, pro Hektar da auf dem Wald, von den Jungen werden andere sich anders verhalten. Ja? Die passen sich an, das ist wie in unserer Gesellschaft. Die Jungen können mit dem Computer umgehen, ich kann damit nicht umgehen. Ich sterbe aus, aber die Jungen, die Menschheit stirbt nicht aus. Also so ist es genauso mit Wäldern. Der Appell ist, lasst die Natur machen. Redet nicht über Baumarten. Redet nicht über fremdländische Baumarten, die hier nicht eingenischt sind in dieses System. Redet darüber, Waldökosysteme weitestgehend sich selbst entwickeln zu lassen. Und vergesst den Boden nicht, ja? Der Boden ist von uns ruiniert worden in den letzten 20, 30 Jahren. Jeder Förster guckt scheu unter vier Augen
nach unten und sagt, das ist eine Sünde, ich leide darunter. Die Förster leiden darunter. Sie dürfen es nur nicht sagen, ja, dass sie alle 20 Meter oder 40, wie das ist, dieses unterirdische, wesentliche Lebenssystem zerstört haben. Also das Plädoyer, was ich gebe, ist eigentlich nur, ich überspringe Lübeck, wo wir uns nicht an Waldentwicklungstypen halten, sondern das Potenzial der Natur. Das kartieren wir so, dass, wenn Natur machen könnte, dann so. Aber mittlerweile gehen wir den nächsten Schritt natürlich. Das ist nur der Ausgangspunkt, ja. Denn diese diese natürlichen Waldgesellschaften, die wir vermuten, die Natur bei uns herstellen würde oder hätte, die sind natürlich nur der Ausgangspunkt für eine Anpassungsgesellschaft. Also wir müssen beobachten, was ist. Wir wissen es nicht, wir müssen zugeben, dass wir es nicht wissen. Und wir müssen aber darauf achten, dass die Wälder dichter werden, dass sie naturnäher werden. Also Fichtenwälder dichter wachsen zu lassen, bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Aber das wird uns auch langfristig nicht gelingen. Wir müssen darauf achten, dass wir alte, artenreiche Wälder kriegen. Artenreich heißt, also im Spektrum der natürlichen Arten, artenreiche Wälder heißt, dass sie funktional gut positioniert sind, dass sie funktionieren können. Ja? Das geht nicht darum, viele Arten zu haben, es geht darum, die Arten, die in einer bestimmten Funktionsgemeinschaft sich bewährt haben, also die für die Zukunft dann miteinander arbeiten können, die müssen wir erhalten, und das sind alte Wälder, ja? Das sind solche Wälder, da müssen wir nicht, also sozusagen, da muss uns nicht der Speichel laufen als Förster und sagen, oh, der Furnierstamm da hinten und den auch noch und oh, toll, können wir ganz viel Geld machen, sondern das ist jetzt die Notsituation. Wir sind in einer Notsituation des Überlebens. Lass die Eichen nicht nur 200, sondern auch 300 oder 400 Jahre alt werden. Das können die. Und die müssen auch nicht jedes Jahr fruktifizieren. Die können doch erst in 100 Jahren erst Junge kriegen, weil der Stamm da oben ist ja immer noch da. Der musste sich noch gar nicht verjüngen. Also nicht so hektisch sein. Das ist die Mast von diesem Jahr. Kennen Sie, überall aufgenommen. Und wenn wir in Zukunft uns mit Waldwirtschaft und Walderhalt befassen, dann müssen wir weggehen vom Klein-Klein, von dem da Kubikmeter mehr oder weniger, da ein bisschen tiefer, da ein bisschen schneller oder eine andere Baumart, sondern wir müssen zurückgehen auf die Prinzipien der Organisation von Natur und von Waldökosystemen. Und da hat der Professor Ibisch, der gestern hier war, predigt eigentlich immer, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir in Waldökosystemen drei Faktoren besonders stärken. Das ist erstens die Biomasse. Wir wissen, dass in unseren Wäldern mit 350 Kubikmeter pro Hektar im Bundesdurchschnitt etwa, dass wir nicht einmal die Hälfte der natürlichen Bewaldung haben, also der Masse, der Biomasse. Das heißt, wir haben relativ viel Spielraum, um näher an die Natur ranzukommen. Das zweite ist das Informationspotenzial. Gebt den Wäldern die Chance, sich genetisch so zu entwickeln, wie es in ihrem genetischen Stock ist. Wir wissen, die Buchheit hat irrsinniges, breit gefächertes genetisches Potenzial. Das wird aber natürlich nicht überall gleich abgerufen. Das wird so abgerufen, dass sie überleben kann. Das heißt, in Sizilien haben wir jetzt schon diejenigen Bäume, da gibt es Buchen, in Sizilien haben wir diejenigen Bäume, die bei uns in Zukunft vielleicht selektiert werden in der Hitze, ja? Oder in den Pyrenäen oder so, oder in Rumänien. So, und das dritte ist Netzwerk. Zerschlagt die Netzwerke nicht, die zwischen den Individuen in einem Ökosystem sind. Also macht nicht diese schrecklichen Furchen dazwischen. Macht die Infrastruktur zurück, lasst andere Pilze, Sträucher, Bäume, Tiere im Wald einfach zu, damit sie dieses Netzwerk der Komplexität bilden. Also je mehr, das reicht eigentlich, wenn man sich das merkt für die Zukunft, Biomasse, genetische Variabilität und Netzwerke in den Wäldern und alles, was mit Kronenauflichtung und Freistellen und beschleunigen, was wir alles in unseren Waldbaurichtlinien haben, vergesst es. Macht euch fertig für ein Überlebensprogramm unter solchen Prinzipien wie hier und vergesst die Waldbauprofessoren, die sagen, jetzt müssen wir was tun, jetzt haben wir eine neue Baumart, jetzt bringen wir euch eine bessere Pestizidzusammensetzung. Vergesst es, kehrt zurück zur natürlichen Organisation. Das ist die einzige Chance, dass wir die Waldökosysteme am Überleben halten. Vielen Dank.